Sobald die Spielendekriterien erfüllt sind, wird zuerst durch den aktiven Spieler eine Wahlversteigerung eingeleitet. Siehe hierzu Kapitel Weltraumregierung. Sobald diese durchgeführt wurde, werden die Siegpunkte jedes Spielers ermittelt. Um nochmals einen Blick auf die Spielendekriterien zu werfen, einfach ins Kapitel Spielablauf wechseln. Zunächst werden vor der Wertung alle Außenposten und Frachter von der Sternenkarte entfernt. Dann wird der Standort der Politikscheibe überprüft. Wie im Kapitel Weltraumregierung beschrieben, werden dem Spieler 5 Siegpunkte verliehen, in dessen farblichen Bereich sich die Politikscheibe abschließend befindet. Ein jeder Spieler sieht nach der Würfelanzahl seiner Farbe in der Ruhmeshalle nach. Jeder Würfel bringt dem Spieler dabei 3 Siegpunkte ein. Anschließend werden die Würfel auf den 3 Weltraumprojekten überprüft. Die Anzahl an Siegpunkte für das jeweilige Projekt ist auf der Karte als VP angegeben. Als nächstes zählt jeder Spieler die Anzahl der Standorte, auf denen er entweder eine Abbauanspruchsscheibe, eine Weltraumkolonie, also mehrere Würfel, oder eine Fabrik seiner Fraktion besitzt. Für jeden dadurch ausgebauten Standort erhält er dabei unabhängig von der Besiedlungsart einen Siegpunkt. Nun werden die erbauten Fabriken oder Weltraumkolonien, also Standorte mit einem Würfel, beziehungsweise Standorte mit mehreren Würfeln, gezählt. Für jeden Standort mit einer Fabrik oder einer Weltraumkolonie erhält der Spieler die Menge an Siegpunkte, welche in der Leiste der Ressourcenausbeute für die entsprechende Standortkategorie angegeben ist. Jeder Spieler, der eine Abbauanspruchsscheibe auf einem Wissenschaftsstandort besitzt, erhält für jedes dieser Standorte zusätzliche 2 Siegpunkte. Falls es bei der Siegpunktermittlung zu einem Unentschieden kommt, so gewinnt der Spieler mit dem größten Vorrat an Wassertanks.